idiotisch, wie sich die Leute benehmen. Genau. Geh mal, geh mal. Los, du musst mir jetzt was versammeln, ich hör's nicht. Und das Fenster geöffnet. Und dann wird es feier wieder. Schuss um Schuss. Den Mund her mit dem Sex. Franz, ich verbiete dir. Mal halten. Hier hast du Pause. Ich habe das Kommando. So. Nimm die Flaschen. So, kommt hin. Eine. Und es feiert. Feier. Scheiß Amis, fäge Hund! Ach so. So. Ah, ah, ah! Ja! Das ist aus. Die nächste. Die Chance, Bubi! Die ist daneben gegangen, Franz. Vorteil überhaupt von uns? Ich hab das aber noch gesagt, Edmund. Alles hört auf mein Kommando! Nicht aus! Absolute Schweigen! Was sagst du? Xingo, dreckiges Verbrecher! Wir wollen das nicht, Herrns. Sehst du nicht, dass bei uns finster ist? Edmund! Aha! Jetzt haben sie ihn verraten, Herr Sacko. Jetzt fahren sie wieder mit den Schüssen los. Ach, Schatz, wissen wir. Wir haben ja gar kein Licht, wir sind ja gar nicht daheim. Und ob sich's daheim setzt, jetzt Xingo, ist Bagage, an friedlichen Menschen ins Zimmer einschießen, was? Aber das kostet ihn was. Das geht wieder schriftlich. Du hast rufe die Polizei an. Die Funkstreife! Sofort gehst du zum Telefon und rufst die Notnummer. Momentan! Eisbären sollen sie ihn, die Schwarzbären, sie bügeln sie! Lass ein Scheiß drauf, Fürst! Der Wurscht! Jetzt bitte auftrat, gell? Hat der Trottel von Visavika ein Herz, versteht das? Soll sie ein Herz, Kasper, holen, ne? Jawohl. Gell? Sie flaschen. Ja, die flaschen. Hui! Hui, komm!